Moin zusammen. Das muss ich euch unbedingt erzählen. Ich bin heute Morgen um 8 Uhr im Wald, habe 3 Stellen abgeklappert, habe nichts gefunden. Dann fing das an zu regnen. Ich wieder aus dem Wald raus, nach Hause gefahren, weil ich hatte keine Regenjacke an. Jetzt habe ich eine Regenjacke an. Und eine halbe Stunde später kam Ilona, war mit dem Hund Gassi und meinte zu mir, na, hast du was gefunden? Ich sage, nee. Da lachte die mich an und präsentierte mir 3 wunderbare Steinpilze. Hoho, Ilona, an dieser Stelle noch mal. Die ersten Steinpilze, die du gefunden hast, ganz alleine. Du bist ja nur mit dem Hund gegangen. Wunderbar, habe ich mich riesig gefreut. Und deshalb bin ich jetzt natürlich auch wieder hier, weil meine Frau hat mir natürlich verraten, wo die Pilze standen. Und das will ich jetzt mal nachschauen. Bis später mal. So, hier habe ich einen wunderschönen Steinpilz. Oh, ist der groß. Schaut euch den mal an. Hammer. Hier wunderschön an dieser großen Kiefer steht da ein wunderschöner Steinpilz. Schaut ihn euch an. Herrlicher Pilz. Ja, der ist etwas angeknabbert. Aber ich denke mal, wir können die noch wunderbar verwerten. Ja, ja, auf jeden Fall. Da bleibt noch was für uns über. Herrlich. Hier eine ganze Gruppe. Hier von flockenstieligen Hexenröhrlingen. Die gucken wir natürlich gleich mal nach. Wer auf Perlpilze aus ist, das ist natürlich jetzt seine Zeit, der Perlpilz. Den finde ich jetzt überall. In schönen, in großen Exemplaren, in kleinen. Der ist jetzt so verbreitet. So, dann schauen wir mal diesen hier. Ja, der hat sich ja gut versteckt hier. Angeknabbert, aber das ist egal. Genau hier, wo Ilona gesagt hat. Genau hier standen die. Wieder unter einer Kiefer. Ja. Wieder unter einer Kiefer. Finden wir noch einen. Hier haben wir noch einen kleinen, schönen. Wow, hätte ich nicht mal mit gerechnet. Feierabend für heute. 2 Uhr. So spät bin ich noch nie aus dem Wald. Aber es war eine schöne Tour. Richtig schön. Das Wetter hat sich komplett gedreht. Wo heute Morgen nur volle Pulle Regen war. Strahlender Sonnenschein. Ich bin richtig am Schwitzen hier unter der Regenjacke. Und jetzt möchtet ihr bestimmt mal schauen, was ich heute noch so gefunden habe. Hier, die nehmen wir immer gerne mit, flockenstielige Hexenröhrlinge. Die sind für einen Freund, den habe ich vorher angerufen. Der möchte die gerne haben. Und hier habe ich tatsächlich noch ein paar Steinpilze gefunden. Mega, mega, ich freue mich. Mega. Also, es gibt sie noch, die Steinpilze. Vielleicht schaue ich morgen noch mal nach. Vielleicht übermorgen noch mal. Auf jeden Fall bleibt mir zu sagen, danke fürs Einschalten. Bleibt alle gesund. Ciao, euer Marian.